wir können, glaube ich, nicht Weltmeister werden. Das hat dieses Spiel gerade die erste Halbzeit gezeigt und will jetzt hier keinen Angst machen, sondern wir sind wirklich sportlich nicht mehr top. Wir sind 11 in der Weltrangliste, alle 10 davor, sind nicht unverdient vor uns. Ich glaube, wenn wir gegen zum Beispiel Brasilien oder Argentinien spielen, dann wird es ja total schwer.